Übt, übt vor Herzen.
Morgenliebe schmeichelt sich. Bestrebe dich, erst deinen Balken auszuziehen. Dann magst du dich um Splitter aufbemühen, die in des nächsten Augen sein. Ist gleich dein Nächster nicht vollkommen rein, so wisse, dass auch du kein Engel, verbessere deine Mängel. Wie kann ein Blinder mit dem anderen doch recht und richtig wandern? Wie fallen sie zu ihrem Leide nicht in die Gruben, alle beide? Der Christenkunst. Was ist der Christenkunst? Nur Gott und sich erkennen, von wahrer Liebe brennen. Das ist der Christenkunst. Was ist der Christenkunst? Nicht unzulässig richten, noch fremdes Tun vernichten. Das ist der Christenkunst. Ist der Christenkunst des Nächsten nicht vergessen, mit reichem Maße messen. Das ist der Christenkunst. Das ist der Christenkunst. Nur Gott und sich erkennen, vor wahrer Liebe brennen, nicht unzulässig richten, noch fremdes Tun vernichten, des Nächsten nicht vergessen, mit reichem Maße messen. Das ist der Christenkunst, der Christenkunst. Das macht bei Gott und Menschen Gunst, das macht bei Gott und Menschen Gunst, das ist der Christenkunst, das ist der Christenkunst. Das macht bei Gott und Menschen Gunst, das macht bei Gott und Menschen Gunst, das ist der Christenkunst.
die Knechtsgestalt. Die Not, der Mangel trifft Christi Glieder nicht allein. Es will ihr Haupt selbst arm und elend sein. Und ist nicht Reichtum, ist nicht Überfluss des Satans Angel, so man mit Sorgfalt meiden muss, wird dir im Gegenteil die Last zu viel zu tragen, wenn Armut dich beschwert, wenn Hunger dich verzehrt und willst zugleich verzagen, so denkst du nicht an Jesum, an dein Heil. Hast du wie jenes Volk nicht bald zu essen? Bist du, dem mir helfen soll, weißt du nicht, mir beizustehen? Bist du, dem mir helfen soll, weißt du nicht, mir beizustehen? Zweifelsvoll, mein Gemüt ist zweifelsvoll. Du verwirfst vielleicht mein Flehen, Seele, zweifle nicht, lass Vernunft dich nicht bestricken. Deinen Helfer Jakobs Licht kannst du in der Schrift erblicken. Deinen Helfer Jakobs Licht kannst du in der Schrift erblicken.
Blicken. Ach, dass ein Christ so sehr vor seinen Körper sorgt. Was ist er mehr? Ein Bau von Erden, der wieder muss zur Erde werden. Ein Kleid, so nur geborgt. Er könnte ja das beste Teil erwählen, so seine Hoffnung nie betrügt, das Heil der Seelen. So in Jesu liegt. O selig, wer ihn in der Schrift erblickt, wie er durch seine Lehren auf alle, die ihn hören, ein geistlich Manna schickt. Drum, wenn der Kummer gleich das Herz nach und frisst, das Herz nach und frisst. Drum, wenn der Kummer gleich das Herz schmeckt und sehet doch, so schmeckt und sehet doch, wie freundlich Jesus ist. So schmeckt und sehet doch, wie freundlich, wie freundlich Jesus.
dass Christi Wort ihr größter Reichtum sei, ihr Nahrungssegen scheint von ihnen fast zu fliehen. Ein steter Mangel wird befeind, damit sie nur der Welt sich desto mehr entziehen. Da findet erst des Heilands Wort der höchste Schatz in ihre Herzen Platz. Ah, jammert in des Volkes Stolz,
Thank you.
Thank you.
das Kreaturen hält, das große Rund der Welt. Schau doch die Berge an, da sie bei tausend gehen, was zeuget nicht die Flut? Es wimmeln Ström und Seen, der Füge großes Heer zieht durch die Luft zu Feld. Wer mehret solche Zahl, und wer vermag ihr wohl die Notdurft abzugeben? Kann irgendein Monarch nach solcher Ehre streben, zahlt aller Erden Gold, ihr wohl ein einig ist die Ohren.
das werden wir trinken. Womit, womit, womit werden wir uns kleiden? Nach solchem allem trachten die Heiden. Nach solchem allem trachten die Himmlischer Vater weiß, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles bedürft. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles bedürft. Dass ihr dies alles bedürft.